Starter, fünftes Rennen und die Boxentüren sofort auf zum Rennerinnerung des Kraftfahrzeuggewerbes Frankfurt am Main und Main-Taunus-Kreis. Und da haben wir schon ein Problem im Hintergrund gehabt. An der Spitze zunächst mal Darko, der das Kommando übernimmt. An zweiter Position Josephine, dahinter Cassilero. Die dritte Position haltend vor Dime Dancer. So geht es hier durch die Gegenseite. Weiterhin vorne also mit dem Kommando. Jetzt sehen wir sie von vorne. Darko führt hier, Cassilero innen, außen Josephine. Dime Dancer dahinter und dann an der Innenseite Montelino und Notenprinz, so geht es hier in den Schlussbogen hinein. An der Spitze weiterhin Darko. Darko hat das Kommando. An zweiter Position außen Josephine. Innen daneben Cassilero. An vierter Position zeigt sich dann Dime Dancer. Dahinter an der Innenseite Montelino. Und so erreichen die Teilnehmer jetzt in Kürze die Zielgerade. Wir haben noch gut 600 Meter bis zum Zielpfosten. Und immer noch vorne Darko. Darko, Josephine, Dime Dancer. Schleicht sich dahinter näher heran. Dann an der Innenseite Cassilero mit Notenprinz und am Schluss des Feldes weiterhin Montelino. An der Spitze aber in die Gerade hinein bringt es Darko hier einen Vorteil von einer Länge. Josephine versucht anzugreifen und jetzt taucht Dime Dancer an der Außenseite auf. Josephine vorn, aber Dime Dancer kommt hier immer näher. Josephine führt aber. Josephine legt zu. Josephine auf den letzten Metern wird das Rennen auch gewinnen. Dahinter Dime Dancer auf dem zweiten Platz vor Darko, dann Cassilero, Notenprinz und Montelino auf dem letzten Platz über die Linie gekommen. Vorläufiger Richterspruch, fünftes Rennen. Rennen der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Frankfurt am Main und Main-Taunus-Kreis. Es siegte die dreijährige Stute mit der Programmnummer 8, Josephine. Auf dem zweiten Rang die 6, Dime Dancer und Platz 3 für die 2, Darko. 8-6-2 also der Einlauf im fünften Rennen. Ein Treffer für Markus Klug, den Trainer in Heumar für das Gestüt Görlsdorf, Andreas Helfenbein. Im Sattel der Debütantin, die sich hier in Szene setzt.